Frau Swatzek, Sie haben Ende März gesagt, dass Sie sich impfen lassen werden oder dass Sie das vorhaben, es planen öffentlich. Deshalb darf ich Sie fragen, sind Sie inzwischen geimpft? Ich bin nach wie vor ungeimpft, bin wahrscheinlich eine von den 1 Million Unentschlossenen, die bis dato sich aber jetzt entschieden haben und ich werde mich nicht impfen lassen. Für mich ist aber die Frage, die da im Vordergrund gestanden ist, nicht, warum ich mich nicht impfen lasse, sondern das Gegenteil, warum soll ich mich impfen lassen? Und für mich gibt es da nur eine Rechtfertigung, das wäre eine gesundheitliche Abwägung, die Kosten-Nutzen-Rechnung de facto, beziehungsweise was bringt mir die Impfung und habe ich jetzt Angst oder eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf? Und für mich gibt es nur diese Abwägung. Also ich lasse mich sicher nicht impfen, dazu wird mich niemand bringen, um wieder ins Wirtshaus gehen zu können oder in Nachtlokale gehen zu können. Das ist für mich einfach keine Entscheidungsgrundlage. Es wäre für mich nur das Gesundheitliche. Und da habe ich für mich einfach den Schluss gezogen, dass ich als 29-jährige junge Frau, die sehr viel für ihr Immunsystem tut, sehr viel für ihre Gesundheit tut, mich nicht impfen lassen möchte, weil ich den Nutzen nicht darin sehe und ich glaube, sonst rundherum auch genug für mich tue, um gesund zu bleiben. Jetzt habe ich nur einen kleinen Widerspruch gehört. Sie sagen, Sie gehören zu den Unentschlossenen und haben jetzt sehr ausführlich dargelegt, dass Sie sich nicht impfen lassen. Würden Sie sich dann trotzdem zu den Unentschlossenen zählen und nicht zu den Impfgegnerinnen? Zu den Unentschlossenen, die sehr, sehr lange gebraucht haben, um eine Entscheidung zu treffen. Also bei den Unentschlossenen weiß man ja auch nicht, treffen die am Ende die Entscheidung, sich definitiv nicht impfen zu lassen oder sich impfen zu lassen. Ich war vom Sommer diese Unentschlossene, ob dazugehört, aber eben wie gesagt, mittlerweile habe ich für mich diese Entscheidung auch getroffen. Mhm. Wenn ich da anschließen darf, ich halte es für brandgefährlich, vor allem jetzt die moralische Überhöhung, dass jemand, der sein Leben lang Kettenraucher beispielsweise war und dann mit einem Lungenkarzinom auf der Intensivstation liegt, dass der, wenn er zweimal Covid geimpft ist, sich jetzt moralisch über beispielsweise mich stellen würde mit 29 gesund, ich bin zum Beispiel Nichtraucherin, die eben nicht geimpft ist. Also dass man den einen gegen den anderen ausspielt und gegeneinander aufrechnet, das würde das gesamte Gesellschaftssystem aus meiner Sicht in Frage stellen. Und wir zahlen ja alle auch ein. Wir zahlen alle einen Beitrag ein, damit wir eine ordentliche gesundheitliche Versorgung bekommen. Und da unterscheiden wir jetzt auch nicht. Das wäre dann ein bisschen so, ja, wenn ein Extremsportler vom Berg fällt, dann sagen wir halt, ja, wärst nicht aufgekreuzt, wärst nicht runtergefallen. So ein bisschen kommt mir das vor. Also von so einer Idee halte ich absolut nichts. Ich finde es überhaupt bedenklich, dass man in einer demokratischen Ordnung, in einer freiheitlichen Ordnung über sowas überhaupt diskutiert, dass man sowas andenkt. Sie sind eine von den drei, die nicht mitrudern, während die anderen sich anstrengen. Das ist unsolidarisch. Herr Bürgermeister, ich sehe meinen Beitrag im Rudern darin, dass ich jetzt geschafft habe, seit 1,5 Jahren durch diese Pandemie sehr gesund zu kommen, dass ich sehr verantwortungsbewusst auch mit mir und meinem Umfeld umgehe, also mir jetzt als verantwortungslos zu bezeichnen, das hinkt ein bisschen. Aber bei Ihnen war jetzt sehr vieles, was Sie da vermischt haben, durch den Raum geworfen haben. Also die Impfnebenwirkungen, die gehen gegen null. Es tut mir leid, bei allem Respekt, aber wir wissen alle, dass das eine glatte Lüge ist. Es gibt Impfnebenwirkungen und das ist auch die Abwägung, die man für sich selbst trifft. Die persönlichen Impffolgen, die nimmt mir ja auch niemand ab. Die nimmt mir auch die Solidargemeinschaft nicht ab. Die muss ich für mich selbst tragen. Und ich kenne sehr viele Impfnebenwirkungen, die durchaus tragisch sind. Also die gehen nicht gegen null. Wenngleich, ja, natürlich gibt es immer warum und überall, aber trotzdem. Frau Swatzek, warum beeindrucken Sie mögliche Nebenwirkungen vom Impfstoff mehr als eben Nebenwirkungen, also beziehungsweise sehr tragische Nebenwirkungen von Covid-Erkrankungen? Weil ich wahrscheinlich bei Covid noch die größere Chance habe, dagegen anzukämpfen, wenn ich früh genug dagegen steuere. Bei den Impfnebenwirkungen, die ich kenne, da hatten die Betroffenen keine Chance mehr gegenzusteuern. Da rede ich von einem Schlaganfall, da kann ich nichts mehr dagegen tun. Bei Covid kann ich mich zumindest noch versuchen, körperlich zu wehren. Aber zu dem anderen, was Sie gesagt haben, ja, Zahlen, Daten, Fakten, genau. Man hat aber zu Beginn auch immer gesagt, das war auch Fakt, es ist besonders wichtig, die Risikogruppen zu schützen. Weil den Jüngeren, gerade auch bei den asymptomatisch Infizierten, da ist der Verlauf ein anderer und ist nicht tendenziell immer so schwer wie bei Risikogruppen und bei Älteren. Jetzt haben wir bei diesen Gruppen eine sehr, sehr hohe Durchimpfungsrate und das ist ja absolut in Ordnung. Wenn jemand sich entscheidet, sich impfen zu lassen, weil was wir wissen, und das ist das Einzige, was wir wissen, dass es tendenziell zu einem eher nicht schweren Verlauf führt. Es gibt auch schwere Verläufe mit der Impfung, aber das ist verschwindend gering, da bin ich schon bei Ihnen. Das ist ja alles in Ordnung. Nur jetzt zu beginnen, dass man jetzt die 20-Jährigen, die 12-Jährigen, dass man die impft, das hat für mich einfach keine Grundlage mehr. Also kann man mir da jetzt nicht vorwerfen oder auch diesen nicht vorwerfen, dass sie dagegen rudern. Und ganz kurz noch,
zu den Impfungen Mutter-Kind-Pass beispielsweise. Ein Beispiel, 1948 gab es eine Impfpflicht in Österreich gegen die Pocken. Die Pocken wurden ausgerottet. Nur bei Covid wissen wir alle, es ist nicht unser Ziel, Covid auszurotten, weil es wird irgendwann endemisch werden und wir können es nicht ausrotten. Jetzt glaube ich schon, dass 1948 die Grundrechte in Österreich ein bisschen anders gelagert waren als 2021. Und das war damals ein Impfstoff, der war über 60 Jahre erprobt. Das war eine ganz eine andere Methode. Der war in Österreich hergestellt. Das ist nicht vergleichbar mit der aktuellen Situation. Und das muss man halt schon auch zur Kenntnis nehmen. In der ZIP 2, wir haben sie uns gemeinsam angesehen, Dorothee von Laar wurde schon kurz erwähnt vom Herrn Willi, die eben gemeint hat, also ungefähr 85% sogenannte Herdenimmunität oder eben Impfquote sollten wir haben in Österreich. Dann wäre in 2 Monaten die Pandemie vorbei und sonst dauert es 3 Jahre. Beeindruckt Sie das? Also ich kann niemandem verübeln, und das passt jetzt zu Ihrer Frage, nach den letzten 1,5 Jahren, nach den Kommunikationssträngen auch der Regierung, dass da das Vertrauen eher verschwindend gering ist, weil die Widersprüchlichkeiten, die wir da immer wieder gehört haben, die füllen ja mittlerweile ganze Bücher. Und in diese Episode reihe diese Aussagen schon auch ein. Also was man uns da zu Beginn erzählt hat, dass da die Impfung jetzt der große Gamechanger wird. Alles, was wir wissen, ist, dass die Impfung eben, wie schon gesagt, tendenziell vor schweren Verläufen schützt. Aber es schützt nicht davor, dass ich andere anstecke. Es schützt nicht davor, dass ich selbst infiziert werde. Ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, der doppelt geimpft ist, der vor kurzem Covid infiziert war, der nicht einmal in Quarantäne musste, weil er ist ja doppelt geimpft. Also der konnte sich ganz normal bewegen, obwohl er infiziert war. Und zu Zahlen, Daten, Fakten, das Vertrauen schwindet halt auch dann, wenn ich jetzt die Pandemie der Ungeimpften ausrufe und dann zeige ich her die Tabellen und die Diagramme der Inzidenzzahlen der Ungeimpften. Ja, wen testen wir denn in diesem Land, in dieser Republik? Wir testen die Ungeimpften, weil die Geimpften, die müssen ja gar nicht mehr testen. Also habe ich gar keine valide Datengrundlage, um sagen zu können, dass die Ungeimpften jetzt das Problem sind. Und wenn Sie, um auf das kurz noch einmal zurückzukommen, davon reden, von den Grundrechten, dass es jetzt auch kein Grundrecht darauf gibt, dass ich andere anstecken kann, wenn wir es jetzt mal übersetzen und salopp sagen. Ich verwehre mich dagegen, dass einmal grundsätzlich jeder, der nicht geimpft ist, gleich einmal als Gefährder hingestellt wird. Das ist es nämlich nicht. Ich bin nicht geimpft, aber ich bin gesund. Und solange ich das bin, bin ich keine Gefahr für niemanden. Und wenn wir schon darüber reden, dass wir jetzt 1G einführen beispielsweise, da ist gemeint nur für Geimpfte, dann ist eigentlich die Grundlage das Testen. Weil nur wer getestet ist, ich bin PCR getestet, ich bin hier und heute negativ. Ich weiß nicht, ob das hier alle von sich behaupten können, weil nur ich den Test machen musste. Aber dann ist das die Grundlage. Aber sicher nicht, ob jemand geimpft ist oder nicht, weil er ist genauso ansteckend. Ganz kurzes Beispiel zu der Frage. Nein, aber das Letzte. Ich habe ja gesagt, jeder, der für sich selbst entscheidet, sich impfen zu lassen, der soll das doch tun. Das ist ja gut so, aber es darf niemals aus einem staatlichen Zwang herauskommen, beziehungsweise aus Zuckerln, sage ich jetzt einmal, damit man wieder ins Wirtshaus gehen kann. Weil das kann nie die Grundlage sein für einen medizinischen Eingriff, den ich an mir durchführen lasse. Jetzt ein Erfolgsfaktor in Dänemark ist offenbar auch gewesen, dass eben alle Parteien parteiübergreifend die Impfung empfohlen haben. Also hätten Sie ja den Schlüssel in der Hand zu sagen, diese 10% und dann ist alles vorbei. Ich finde es immer wieder spannend, wofür wir freiheitlich in dieser Republik so verantwortlich gemacht werden, beziehungsweise welche Macht wir scheinbar haben. Also vor 3 Jahren hat man uns noch tot gesagt, dass die Freiheitliche Partei zerreißen wird, und die gibt es eh schon immer. Und jetzt sind wir dafür verantwortlich, dass wir die Pandemie nicht beenden können. Also das ist schon ein bisschen durchschaubar. Zum Thema Impfpflicht ganz kurz, wenn ich auf das replizieren darf. Wir haben jetzt in Salzburg das aktuelle Beispiel. Wir haben 279 Spitalsbetten, die in Salzburg in den Landeskliniken gesperrt wurden. Warum? Weil das Pflegepersonal fehlt. Das hat jetzt mit Covid überhaupt nichts zu tun. Es fehlt das Pflegepersonal. Wenn wir jetzt eine Impfpflicht einführen im Gesundheitswesen, dann, das prognostiziere ich, dann werden unglaublich viele, weil es gibt auch im Gesundheitsbereich noch viele Ungeimpfte, davonlaufen und werden sagen, ich kann jetzt meinen Beruf, den ich mit Liebe, mit Leidenschaft, mit vollster Überzeugung ausüben möchte, nicht mehr ausüben, weil ich de facto Berufsverbot habe, wenn ich mich nicht impfen lasse. Und dann stehen wir vor einem riesengroßen Problem, vor einem noch größeren, als wir ohnehin schon stehen. Und das ist nicht die Sünde der Ungeimpften, sondern die Sünde der Gesundheitspolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und der Schuss, der geht sicher nach hinten los. Ich bin im Gegenteil sehr froh, dass es die Freiheitlichen in Österreich gibt, weil wir heute nicht alles ungefragt hinnehmen. Und das ja, muss man ja nicht. Man kann ja kritische Fragen stellen. Sie machen stellen. Das. Sie haben das früher auch anders gemacht. Die Grünen waren früher auch eine andere Partei, haben auch sehr viel hinterfragt. Jetzt sind sie halt Regierungspartei, da verändert sich heute halt ein bisschen was. Selbst in der DNA der Grünen, die eine ganz eine andere war. Aber ich bin froh, dass es uns Freiheitliche gibt. Ja, wir hinterfragen heute halt vieles. Ja, wir nehmen nicht alles als gegeben hin. Aber wenn wir jetzt alle auf einer Linie sind und alle nur mehr eine Meinung vertreten, ja, dann braucht man keine demokratische Pluralität mehr und dann können wir uns ja auch selbst abschaffen als Partei. Würden Sie als Regierungspartei jetzt anders sprechen?
Definitiv nicht, weil unsere DNA etwas gefestigter ist als die der Grünen. Und ich glaube, das haben wir gezeigt. Das, was Sie jetzt zeigen, das untermauert ja auch das, was Sie da heute zum Besten gegeben haben. Replik, Frau Swatzek. Ja, wenn wir über Gemeinwohl und das Gemeinsame reden, das sticht sich ja irgendwo. Dann dürfen wir nicht darüber reden, dass wir nicht Geimpfte vom gesellschaftlichen Leben ausschließen. Weil das ist genau das Gegenteil von Gemeinwohl und Gemeinsinn. Da spalten wir und dieser Spalt geht ja schon durch Familien. Und ich glaube, das ist genau das, was wir alle gemeinsam nicht erreichen wollen.